Jugendredaktion von Werkstatt Zukunft heißt Sie und euch herzlich willkommen. Wir haben ein wichtiges Thema für Sie und euch. Wie gehen wir mit dem Klimawandel vor Ort um? Und was können wir tun? Deshalb haben wir uns zum Gespräch getroffen mit dem Oberbürgermeister von Oldenburg. Mit Schülerinnen und Schülern in unserem Alter, die sich für einen Repair-Café engagiert haben, für weniger Konsum und mehr Lebensfreude. Mit einer Spitzensportlerin aus dem Handball-Bundesliga-Team des VfL Oldenburgs. Und mit dem Generalintendanten des Oldenburgischen Staatstheaters. Sie alle stellen wir in unserer Sendung vor und fragen, was wir in unserer Stadt tun können. In den verschiedenen Bereichen, jeder mit seiner Verantwortlichkeit. Und was jeder Einzelne von uns tun kann für den Klimaschutz. Wir, Simone, Marlena und Johanna, nehmen Sie und euch mit zu unseren Gesprächspartnern über den Klimawandel, seine Folgen und wie wir damit umgehen müssen. Viel Spaß, trotz des ernsten Themas. Hallo Herr Firmenbach, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns über den Klimawandel zu reden. Sehr gerne. Ja. Willkommen hier im Staatstheater im Schmuckfoyer. Können Sie uns erst einmal erzählen, was ein Intendant so macht? Oh, das sind viele. In erster Linie ist er verantwortlich für alles das, was auf der Bühne passiert, was die Zuschauer zu sehen bekommen, und muss dabei darauf achten, dass er die Budgets einhält, dass er auch sieht, dass das Publikum einigermaßen mit dem, was im Angebot ist, zufrieden ist, dass das Haus nicht leer wird, sondern möglichst immer voller wird. Und hier sind über 400 Menschen im Staatstheater beschäftigt, auf die ich alle Acht geben muss und aufpassen muss, dass nichts falsch läuft. Und da sind viele verschiedene Persönlichkeiten unter einem Dach, von den Handwerkern, Schneider, Schlosser, Schreiner, Elektriker bis hin zu der Diva in der Oper oder dem Schauspieler, der eine bestimmte Rolle nicht singen will. Und die muss man alle irgendwie zusammen unter diesem Dach bei Laune halten und motivieren, weil ich glaube, dass der Zuschauer merkt, ob die Leute mit Freude ihre Arbeit machen und mit einer großen Identifikation und Lust. Das überträgt sich an der Rampe. Vielleicht ein bisschen mehr sogar noch, als ob eine Inszenierung besonders gut ist, sondern ich glaube, die Atmosphäre und die Energie, wir sind hier, wir sind toll, wir machen für euch Theater, Oper, wir machen die Ex-Halle auf für Jugendprojekte und so weiter. Das ist, glaube ich, die Energie, die man in die Stadt ausstrahlen muss. Und dafür bin ich zuständig und muss das Rad ständig am Drehen halten und versuchen, permanent durch Impulse diese Energie aufrechtzuerhalten, dass das nicht sozusagen in so eine Bequemlichkeit und eine Müdigkeit verfällt, weil dann ist es schwierig mit der Kunst und mit der Innovation, die wir letztlich permanent dieser Stadt gegenüber geben wollen. Wie sieht ein Arbeitstag von Ihnen aus? In der Regel komme ich so zwischen 8 und 9 ins Theater. Wir fangen ja nicht so früh an, die meisten hier im Theater, die jetzt in der Kunst arbeiten, weil wir ja abends immer spät arbeiten müssen, bis 11 Uhr meistens. Und deswegen fängt man nicht um 7 Uhr oder um 8 Uhr an wie die anderen Berufe, sondern wir kommen meistens so gegen 9 oder 10 ins Theater. Dann gibt es einen Terminplan. Ich habe eine Sekretärin, ohne die wäre ich total hilflos, die die ganzen Anfragen sortiert und organisiert, wie das in jedem größeren Betrieb ist. Und es gibt unglaublich viele Begehrlichkeiten und Gespräche, die Menschen mit mir führen wollen oder ich soll Vorträge halten, weil man das Staatstheater eben sehr, sehr schätzt in dieser Stadt und sich gerne den Chef dieses Betriebes mal einlädt und mit dem ins Gespräch kommen möchte. Also ich bin so ein bisschen der Außenminister dieses Theaters und das ist auch das Amt. Dann gibt es Interviewtermine, so wie jetzt zum Beispiel. Dann gibt es Führungen manchmal, die ich machen muss. Dann gibt es Endproben, Generalproben bei
5 bis 36 Premieren habe ich etwa 100 Tage pro Jahr, wo ich auf einer Endprobe mich aufhalten muss, weil ich muss ja wissen, was passiert, und ich muss im Zweifel auch sagen, ich möchte nicht, dass das so bleibt für die Premiere, das muss bitte geändert werden. Dann muss ich alle Premieren besuchen, alle Konzerte besuchen, ist ja klar, man erwartet auch, dass ich da zu sehen bin, man möchte den Intendanten sehen bei einer Premiere. Ich muss dann auch ein paar Worte sagen zum Publikum, mich bedanken bei den Künstlern. Dann gibt es viele politische Verpflichtungen, Gremien, Ausschüsse, Finanzausschüsse und so weiter. Dann viele Sitzungen, wo wir entscheiden, welche Stücke spielen wir denn nächstes Jahr. Müssen wir unseren Spielplan überdenken, weil vielleicht die politische Situation sich verändert hat in der Welt. Ist der Spielplan noch richtig? Haben wir noch die richtigen Sänger oder Schauspieler dafür? Brauchen wir mehr Tänzer oder reichen die Tänzer? Reicht das Budget für mehr Stücke oder müssen wir weniger Stücke machen? All diese Fragen müssen beschrieben werden. Und wir arbeiten in einer Vorlaufsituation von etwa anderthalb Jahren. Also ich weiß jetzt schon, was nächstes und fast auch schon, was übernächste Spielzeit gespielt wird. Das ist allerdings das bestgehütetste Geheimnis, so ähnlich wie das Coca-Cola-Rezept. Das erfährt niemand, weil das muss dann gezielt mit einer Pressekonferenz veröffentlicht werden. Wir sind hier im Gemeindehaus von St. Johannes in Oldenburg-Kreienbrück und besuchen das Repair-Café, das von Schülerinnen und Schülern der IGS Kreienbrück organisiert wird. Hier sitzen drei Schülerinnen und Schüler der IGS Kreienbrück, die sich hiermit auskennen, und das sind Tom, Emily und Felten, und die fragen wir jetzt ein paar Dinge über das Repair-Café. Emily, was ist ein Repair-Café? Ein Repair-Café ist, wo wir Sachen reparieren, also alte Sachen, die kaputt gegangen sind, dass wir versuchen, sie wieder in Ordnung zu bringen, und dann kann man sie wieder weiterverwenden und dass sie länger gehalten bleiben. Wer hilft euch dabei? Ein Lehrer von uns, von unserer Schule, und wir bekommen halt auch Spenden, und das hilft uns dann auch immer noch, Sachen zu organisieren, zum Beispiel Werkzeuge und alles das, was wir brauchen für das Repair-Café. Warum macht ihr das und warum nennt ihr das Café hier doch was repariert eigentlich? Man kann halt auch noch Kuchen essen und Kaffee trinken und zum Beispiel auch Tee. Wenn man jetzt auf sowas hat, keine Lust hat, dann kann man auch Kakao und oder Wasser. Und man repariert halt auch noch zum Beispiel jetzt Fahrräder oder was Mechanisches. Und was repariert ihr so alles? Also wir haben, da vorne haben wir Fahrrad, dort sind die handwerklichen Jungs, also Felten kann das auch sehr gut, und Mechanik, dann haben wir Upcycling. Dort wird zum Beispiel aus Kakaobehältern so kleine Stifthälter oder so gemacht, sehr interessant. Textilien, Holz, Elektro und sogar für den PC. Was ist Upcycling? Upcycling ist zum Beispiel Milchverpackungen in kleine Stiftehälter zu machen oder alte getrocknete Rosenblüten in einen Behälter packen als Duftspender, und dort kann man auch Taschen selber machen aus Hosen. Du hattest ja gesagt, dass Felten besonders gut im Bereich Fahrräder ist, aber was machst du da genau? Also ich repariere zum Beispiel die Räder, also Schläuche kann ich austauschen, ich kann so gut wie alles an dem Fahrrad, nur halt jetzt nicht die kniffligen Sachen, so wie bei den Bremsen, und das kann ich jetzt noch nicht so gut, aber ein bisschen kann ich das schon, also so gut wie alles kann ich da bei Fahrrädern. Konntest du das also vorher schon oder hast du das hier gelernt? Also teilweise habe ich das hier gelernt, aber ursprünglich von meinem Vater, also der hat mir das beigebracht. Ach so. Wer macht das hier mit euch, also sind das auch viele Erwachsene oder sind das hauptsächlich Kinder? Eigentlich hauptsächlich Kinder, aber die ganzen Lehrer unterstützen uns halt. Wir haben ja erfahren, dass Felten gut Fahrräder reparieren kann. Was machst du denn, Emily? Also ich bin nicht so handwerklich mit den Händen. Ich sitze vorne, da ist sozusagen meine Ecke am Empfang, und dort fühle ich mich sehr wohl. Tom und Felten unterstützen mich da sehr doll bei, und ja. Und du, Tom? Halt das Gleiche, ich unterstütze sie und versuche halt ihr immer zu helfen, falls irgendwas los ist. Und habt ihr so einzelne Rollen, wo ihr jetzt in den Abteilungen zuständig seid? Also wir drei sitzen eher an der Rezeption, also vorne, wo die Leute ihre Sachen unterschreiben müssen, damit sie auch einverstanden sind, dass sie hier mitmachen, und wir
helfen manchmal auch den anderen aus. Zum Beispiel, wir helfen den Fahrräder zu reparieren oder was weiß ich, bei den anderen Sachen halt alles. Und wie viele seid ihr hier von eurer Schule? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht wissen das ja Felten oder Tom, weil ich zähle das nicht immer, wie viele hier sind. Also ich schätze mal, ungefähr sind wir 9, glaube ich. Und wir, ja, 9 Personen sind wir. Gibt es so für jede Station, zum Beispiel Upcycling, Holz und Fahrräder, was auch immer es hier noch gibt, gibt es hier für jede Station einzeln welche, die dafür zuständig sind, oder sind die einen mal da und mal da? Also wir haben jetzt auch Studenten hier, die helfen uns auch oft aus, oder Bekannte, also Leute, die wir kennen, und die wollen uns halt auch alle helfen. Und mal sind sie nicht da, das ist dann schade, dann haben wir Leute, die hier nichts reparieren lassen können. Dann versuchen wir unser Bestes eigentlich, und wir... Ja, also meistens gibt es für fast jede Station eine Person, ja. Habt ihr so bestimmte Werkzeuge, mit denen ihr halt an den einzelnen Stationen arbeitet? Ja, es ist halt eigentlich komplett verschieden, weil das, was man für Fahrrad braucht, haben wir halt. Zum Beispiel jetzt Schraubenschlüssel und sowas. Und bei Technik, Lötkolben und sowas. Und es halt kommt auf die Station an. Wer kommt denn hier so alles? Also kommen hier ältere Leute, jüngere Leute, Kinder? Ist eigentlich ganz verschieden. Es kommen junge und alte Leute. Und was bringen die so mit? Verschiedene Sachen. Also das meiste, was wir hatten, ist bis jetzt Elektro, Fahrrad dicht gefolgt. Textilien ist jetzt nicht so viel los, PC auch und Holz auch eher weniger. Aber Upcycling haben wir auch zum Spaß für Kinder, wenn Kinder mit Erwachsenen kommen, dass sie dort verschiedene Sachen machen können. Habt ihr schon mal selbst hier etwas hingebracht und das von euch etwas repariert? Also von mir jetzt nicht, aber manche bringen hier auch, zum Beispiel der Freund von Lorenzo, Farid, bringt hier zum Beispiel auch sein Fahrrad her, weil ein Unfall passiert ist mit seinem Fahrrad und das wird jetzt repariert. Bisher habe ich noch nichts hierher gebracht, weil ich habe halt noch nicht wirklich was repariert werden muss. Wie kamt ihr auf die Idee, das Repair Café zu gründen? Also um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt nicht, wer das Repair Café gegründet hat, aber Herr Dierking, also unser Lehrer, hat das jetzt eigentlich alles organisiert und er hat uns das hier auch alles möglich gemacht. Aber im Grunde genommen haben wir nicht das Repair-Café erfunden. Das gibt's schon öfters, aber wir machen das jetzt halt auch deswegen, weil das cool ist halt. Ja. Wer hatte den Impuls gehabt? Also wer hat das eingeleitet? Also unser Lehrer, also unsere Lehrer in unserer Schule hatten Lernen für Engagement für uns vorbereitet. Das ist ein Unterrichtsfach, das heißt LDE, und das machen wir hier ja, das führen wir hier aus. Und Herr Dierking ist dann auf die Idee gekommen, das hier für uns zu machen. Es gibt einen WPK, wo wir uns dafür vorbereiten können. Und er hat dann geguckt, dass wir das machen, und es gibt das schon weltweit und hier wurde es jetzt auch gemacht. Was macht ihr hier für den Klimaschutz? Was hat das damit zu tun? Wir zum Beispiel jetzt, wenn Fahrräder zum Beispiel nicht mehr gehen und dann man nur das Auto hat, aber eigentlich gar nicht mit dem Auto fahren will, weil es gar nicht so weit ist. Und dann kommen die Leute hierher, lassen das Fahrrad reparieren und fahren dann halt mit dem Fahrrad dahin. Jetzt zum Beispiel ein. Was wollt ihr damit erreichen? Dass mehrere Leute auf die Umwelt achten, dass zum Beispiel mehr mit Fahrrad gefahren wird, weil man ja die Fahrräder nicht wegschmeißen muss. Man muss nicht so viel Geld dafür bezahlen. Die Leute freuen sich, wenn sie auch mal selber was machen können, zum Beispiel aus alten Gegenständen, wie beim Upcycling, und das ist sehr gut. Was wollt ihr damit erreichen? Also ja, wir wollen einfach erreichen, dass die globale Erwärmung jetzt zum Beispiel nicht höher wird durch mehr Müll, durch mehr Fabriken, und ja, dass wir halt aufmerksam machen auf den ganzen Müll und dass man das immer noch recyceln kann und reparieren kann. Was macht euch hier am meisten Spaß? Also was findet ihr hier am besten am Repair Café? Also am besten finde ich ehrlich gesagt die Gesellschaft hier. Es ist alles, alle Leute sind hier nett. Wir haben jetzt keine Leute, die uns jetzt die ganze Zeit anmeckern, also eigentlich sind alle Leute sehr nett und wir haben halt Spaß daran.
mit anderen Leuten hier ja, was zu unternehmen sozusagen. Also man lernt hier neue Leute kennen, man redet mit denen, man stellt sozusagen eine Verbindung auf mit denen und man hat viel Spaß hier. Also ich fühle mich hier wohl, jeden Monat in der zweiten Woche hierher zu kommen mit den Jungs was zu unternehmen, weil ich ja das einzige Mädchen bin und es macht sehr viel Spaß. Ja, eigentlich das genau das gleiche wie Felten und Emily schon gesagt haben und halt auch den Leuten zu helfen macht einen Spaß, weil wenn man Leute jetzt hat, die zum Beispiel jetzt nicht so fortschrittlich sind im Fahrradbereich und da nicht so viel wissen, einfach so Leuten helfen. Unsere Umwelt erhalten, indem wir Dinge nicht einfach wegschmeißen. Viel besser ist es ja, kaputte Sachen zu reparieren. Und am besten ist es noch, die Sachen selbst zu reparieren. Wie wichtig ist Ihnen der Klimaschutz? Ja, der Klimaschutz, der muss einem ja wichtig sein und jedem sollte er wichtig sein, weil es ist ja nun tatsächlich wirklich inzwischen unstrittig, dass es einen Klimawandel gibt und dass wir Menschen diesen Erdball auf dem Gewissen haben werden, wenn das so weitergeht. Das ist immerhin, glaube ich, hoffentlich mittlerweile nicht mehr strittig. Es ist sehr wichtig und das Thema Umwelt und Theater ist zunächst mal im rein praktischen relativ, sagen wir mal, ist nicht ein großes Thema bisher, muss ich offen sagen. Inhaltlich schon. Inhaltlich können wir Themen aufgreifen und Themen beleuchten und Themen auf der Bühne sozusagen groß werden lassen, ja, politische, aber auch solche Themen. Hier im Unternehmen selbst, muss ich sagen, ist das ein relativ nebensächliches Thema. Vielleicht ähnlich wie die Bundesbahn oder auch die Flugzeuge, die jetzt so ganz langsam energiefreundlichere Loks oder Flugzeuge anfangen zu bauen. Dennoch bewegt sich was. Es gibt einige Beispiele, wo wir natürlich an dem Thema dran sind. Aber das ist jetzt tatsächlich nicht so vordergründig thematisch, operativ in so einem Betrieb, wie vielleicht in der Autoindustrie oder bei Energieunternehmen oder so. Ja, wir haben gehört, dass man mit den Eintrittskarten hier im Theater Bus fahren kann. Ja. Und ja, was hat's, also woher kam die Idee? Naja, das ist ja, wir haben ja eine politische Situation in Oldenburg, dass man Parkflächen vernichtet, um Autofahren unattraktiv zu machen. Das ist ja die richtige Entscheidung. Das ist für mich manchmal als Theatertreibender hier nicht so einfach, weil ich habe immer wieder, das ist ein Dauerthema, das Problem, dass die Menschen sagen, wir finden hier keinen Parkplatz. Und da wir viele Menschen haben, die auch aus dem Umland kommen, wir versorgen sehr weit in Richtung Westen, Bad Zwischenahn, aber auch bis hinter Kloppenburg Menschen mit Theater. Oft sind es auch ältere Menschen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, und da sind wir beim nächsten Punkt, spät abends einfach nicht mehr wegkommen, die also mit dem Auto fahren und die müssen dann relativ weit weg parken, wenn sie nicht früh genug kommen und zu Fuß noch gehen. Manche sind auch schon ein bisschen körperlich, haben Beschwerlichkeiten. Also die Parkplatzsituation ist nicht wirklich toll. Dennoch finde ich im Grundsatz das vollkommen richtig, die Fahrt mit dem Auto in die Innenstadt so unattraktiv wie möglich zu machen, weil diese Stadt ist sowieso verkehrstechnischer Wahnsinn. Also das ist völlig idiotisch, hier mit dem Auto zu fahren. Man müsste eigentlich ansetzen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, also bei den Bussen, die einfach auch dahin fahren sollen und auch noch spät dahin fahren sollen, wo vielleicht nicht so viele Fahrgäste mitfahren, aber doch sich welche finden lassen, wie die kleinen Strecken bei der Bahn, die eingestellt werden. Also es gibt ein Problem, etwa nach 21 Uhr fängt es langsam an, hier in die Region zu kommen, aus der Stadt raus. Tatsächlich, das betrifft auch die Bahn. Und deswegen müssen viele mit dem Auto fahren in eine Theatervorstellung und haben dann tatsächlich ein Problem mit dem Parkplatz. Das ist schwierig. Und diese Tickets, dass wir das kombiniert haben, Eintrittskarte und öffentliche Verkehrsmittel, ist ein Modell, das machen auch andere Städte und Bundesländer, ist natürlich sozusagen, damit wird die Hürde noch geringer zu sagen, ich fahre eben nicht mit dem Auto, sondern ich kann sogar noch mit dem Bus kommen und mit dem Bus zurückfahren, inklusive meiner Eintrittskarte. Es gibt da übrigens in den meisten Theatern, in den größeren Städten vielleicht eher,
so einen kleinen Schwarzmarkt, wo dann Menschen vor dem Theater sagen, kann ich Ihre Eintrittskarte, dann kann ich nämlich nach Hause fahren. Das machen meistens jüngere Leute, die auf diese Weise dann ein Ticket kommen. Also das ist eine Form auch von Nachhaltigkeit und Verführung gewissermaßen, nicht das Auto zu nutzen, sondern mit der Eintrittskarte sich von A nach B zu bewegen. Wird wird das denn auch genutzt? Kann ich ganz schwer beantworten. Kann ich nicht sagen. Ich denke schon, dass die meisten, die dann noch eine vernünftige Verbindung haben, das schlauerweise nutzen. Ja. Kommt das Thema Klimaschutz oder Klimawandel auch in den Theaterstücken vor? Ist jetzt eine schwierige Frage. Wir haben so viele Premieren. Im einen oder anderen wird es sicher zum Thema oder war es auch sicher Thema, aber natürlich in den klassischen Stoffen mit gebundener Sprache ist es vielleicht bei den zeitgenössischen Autoren auffindbar. Aber tatsächlich ist eine gute Frage, ist sozusagen die geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen wirklich wichtigen Themen, die jenseits von politischen und moralischen Fragen, obwohl das sind moralische Fragen eigentlich, das ist tatsächlich vielleicht auch nicht leicht, da aus dieser Gemengelage ein dramatisches Werk abzuleiten, ist jetzt nicht so vordergründig auf dem Spielplan, muss man schon so sagen. Ja. Wie kommen Sie denn zum Theater? Also morgens oder? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich zu 90% mit dem Fahrrad. Ich wohne nicht weit weg, wie eigentlich fast jeder in Oldenburg nicht weit weg von irgendwas wohnen kann, weil die Stadt so klein ist. Und ich habe tatsächlich hier in Oldenburg das Fahrradfahren wieder viel, viel stärker angefangen. Und zwar nicht, um irgendwie eine kleine Radtour zu machen, sondern aus ganz praktischen Gründen. Ich habe mir sogar ein Hollandrad, eine Gazelle bei Kleinanzeigen gekauft, weil ich wollte auch mit so einem eleganten, dahingleitenden Fahrrad fahren. Man braucht hier auch nicht 15 Gänge. Da habe ich jetzt ganz neu einen Korb dran gebaut, damit ich auch irgendwie Einkäufe ganz gut mitnehme. Also ich fahre hierher eigentlich immer mit dem Fahrrad, weil dann hat man einen Termin in der Exerzierhalle. Das ist ja auch eine Spielstätte von uns. Da will man nicht mit dem Auto hinfahren von hier. Das ist völlig bescheuert. Also das Fahrrad ist einfach schneller und man hat kein Parkplatzproblem. Also ideales Verkehrsmittel. Wir haben aber natürlich ein Auto. Und das steht aber tatsächlich ganz, ganz viel nur rum, weil die Kinder alle ohne Auto von A nach B kommen. Und manchmal, wenn es so richtig doll regnet und man irgendwie fein angezogen zu einer Premiere muss, ehrlich gesagt, dann steige ich auch ins Auto und fahre nicht irgendwie in 5 Regenklamotten auf dem Fahrrad. Gebe ich zu. Also da sündige ich dann auch. Aber tatsächlich, in dieser Stadt kann man das Auto weitgehend eigentlich abschaffen. Das ist hier wirklich ganz, ganz offensichtlich. Warum gibt es so wenig oder fast gar keine Fahrradständer hier vorm Theater? Wir haben diesen Umbau jetzt mit diesem neuen Turm. Da sind, glaube ich, auch Fahrradstellplätze ein bisschen mit verloren gegangen. Wir haben aber gerade neu gebaut, einen neuen Fahrradstellplatz, einen überdachten, den gab es ja, aber der war relativ klein und da haben wir in der Baumaßnahme noch untergejubelt, das hat nämlich mit Brandschutz nicht so viel zu tun, einen Fahrradunterstand für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der ist immer noch eigentlich zu klein, weil so viele natürlich auch hier vom Haus mit dem Fahrrad fahren und das haben wir gemacht und ansonsten ist es kompliziert, Fahrradständer ums Haus rum anzubringen, weil das städtebaulich irgendwie ein Problem ist und irgendwelche Feuerwehrzufahrten, ist alles relativ formal kompliziert, aber da, wo wir Ständer hinstellen konnten, haben wir welche hingestellt. Und die Leute kommen sowieso, ob Fahrradständer oder nicht, also im Sommer ist hier manchmal vorm Theater, ja, Glashausparty, Stichwort, da kommt man gar nicht mehr ins Theater vor Fahrrädern. Also die Leute lassen sich nicht wegen nicht vorhandenen Fahrradständern abbringen, Fahrrad zu fahren. Hallo aus der Oldenburger Innenstadt. Wir stehen hier vor dem alten Rathaus. Und hier drin arbeitet jemand, den wir jetzt interviewen wollen, zum Thema Klimaschutz in der Stadt. Es ist der Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Dann gehen wir jetzt mal zu ihm ins Büro.
Moin, Herr Krogmann. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen dürfen. Bevor wir mit Ihnen über den Klimaschutz in Oldenburg sprechen, würden wir gerne etwas über Ihre Aufgaben als Oberbürgermeister erfahren. Ja, moin. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid und bin gespannt, was ihr mich fragen wollt. Schießt einfach los. Was ist zurzeit Ihre größte Sorge in Oldenburg? Die größte Sorge? Also große Sorgen habe ich im Moment in Oldenburg nicht, aber wir haben ein paar ganz wichtige Themen, um die wir uns kümmern müssen. Das eine ist natürlich, dass wir unsere Schulen ausbauen müssen zu Ganztagsschulen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Das zweite ist, dass wir ganz viele Kindertagesstätten und Krippenplätze bauen müssen, damit die Eltern Familie und Beruf miteinander verbinden können. Und ein ganz großes Thema ist, dass wir noch mehr bezahlbaren, günstigen Wohnraum in Oldenburg brauchen, weil viele Menschen finden nicht die Wohnung, die sie haben möchten, zu einem Preis, den sie bezahlen können. Was macht Ihnen besonders viel Freude? Also natürlich besonders viel Freude macht mir, von den Kinderreportern interviewt zu werden. Aber es macht mir generell viel Freude, für Oldenburg zu arbeiten. Es macht mir Freude, natürlich die Stadt zu repräsentieren, aber auch wichtige Projekte voranzubringen und dann auch zu sehen, dass es dann auch gelingt, dass dann auch was Neues entsteht für die Stadt, was die Stadt dann nach vorne bringt. Welche Ausbildung muss man machen, um Oberbürgermeister zu werden? Man muss keine besondere Ausbildung machen, man muss nur ein gewisses Alter erreicht haben und dann muss man gewählt werden von den Bürgerinnen und Bürgern. Man hat aber ganz viele Fachleute hier, Juristen, Baufachleute, Erziehungswissenschaftler und ganz viele andere Beamte auch, die hier dann mich unterstützen. Sonst könnte ich das natürlich nicht machen, aber man braucht keine besondere Ausbildung. Zum Klimaschutz. Wir drei fahren jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule. Wie kommen Sie denn hier zum Rathaus? Also ich fahre auch sehr gerne mit dem Fahrrad, wenn sich das einrichten lässt. Leider geht das nicht mehr so oft, seit ich Oberbürgermeister bin, weil ich auswärtige Termine habe. Oder weil es auch nicht so gut ist, mit dem Anzug dann auf dem Fahrrad zu fahren. Das geht nicht bei jedem Wetter. Aber wenn ich es eben einrichten kann, fahre ich auch mit dem Fahrrad. Dann aus Etzhorn bis in die Innenstadt. Das sind dann auch 7 Kilometer. Das finde ich eigentlich auch den schönsten Weg. Aber ich werde natürlich auch oft mit dem Auto abgeholt. Das ist so. Wo merken Sie den Klimawandel in Oldenburg schon? Zum Beispiel steigt ja der Meeresspiegel und wie es mit der Entwässerung in Oldenburg aussieht. Der Klimawandel macht sich noch nicht insofern bei uns bemerkbar, dass bei uns schon der Wasserspiegel steigt, das kann man nicht sagen. Aber was wir sicherlich feststellen in den letzten Jahren ist, dass es häufiger doch auch so Trockenheitsphasen gibt oder dass es, wenn es dann mal warm ist, auch sehr, sehr warm ist. Und darauf sind wir zum Teil nicht eingestellt. Einfaches Beispiel, wir haben das Kulturzentrum PFL, das ist ein Veranstaltungsraum, der ist oft so warm, weil da keine Klimaanlage ist, weil man sich darauf nicht einstellen konnte, dass wir da jetzt nacharbeiten mussten, damit man dort wirklich auch bei hohen Temperaturen sitzen kann. Man merkt es also schon, dass es zum Teil im Sommer, wenn es warm ist, dann sehr warm wird. Sie sind jetzt schon seit 2 Jahren Oberbürgermeister. Wie wichtig ist denn für Sie der Klimawandel? Also der Schutz gegen den oder die Maßnahmen gegen den Klimawandel, der Klimaschutz, ist sowohl der Verwaltung als auch dem Rat der Stadt sehr wichtig. Wir haben ein eigenes integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm, wo viele Maßnahmen dann auch drin sind, die wir treffen. Also wir versuchen schon, uns da auch dagegen zu wappnen. Wir versuchen zum Beispiel auch den Fahrradverkehr zu fördern. Wir versuchen auch durch energetische Sanierung wirklich die Gebäude klimafreundlicher zu machen. Also was wir tun können als Kommune, das tun wir. Was macht die Stadt, um sich auf den Klimawandel vorzubereiten? Ich habe ja eben einige Beispiele genannt. Wir versuchen eben energiefreundlich, also energiesparend zu agieren. Das heißt also, unsere Stadtplanung entsprechend auszurichten, unsere Verkehrsplanung entsprechend auszurichten. Aber wir haben jetzt noch keine Klimafolgenpolitik, wie das in anderen Bereichen ist, wenn man wirklich zum Beispiel also wir müssen keine Deiche höher machen. Die Deiche hier bei uns an der Runte, die sind ausgelegt für noch viele Jahrzehnte. Von daher müssen wir da keine besonderen Maßnahmen treffen. Wir wollten Sie noch was zur Energie fragen, wie es mit den Schadstoffen in der Luft hier aussieht. Das ist ein schwieriges Thema, weil man kann sich das gar nicht vorstellen. Oldenburg liegt ja eigentlich sehr weit, fast schon an der Küste und hat eigentlich, wie wir meinen, eine gute Luft. Aber wir haben in der Tat auch ein Problem mit Feinstaub und mit Stickoxid in der Luft. Wir haben eine Messstation am Heiligen Geistwall und wir müssen jetzt Maßnahmen dagegen treffen, sonst bekommen wir eine Strafe von der EU. Das haben ganz viele Großstädte in Deutschland und das hängt zusammen mit dem Dieselskandal, das habt ihr vielleicht gehört, von Volkswagen, der sich hier auswirkt, weil die Belastung mit Feinstaub ist viel höher, als man sie angenommen hatte. Das ist wirklich ein Problem. Und zum Beispiel kann es mehr Busspuren geben, damit die Busse nicht im Stau stecken bleiben und schneller vorankommen? Also wir haben schon viel für die Busbeschleunigung getan. Unsere Busfahrer können zum Beispiel die Grünphase an der Ampel verlängern. Also es gibt schon solche Maßnahmen. Wir haben die umweltfreundlichste Busflotte in Niedersachsen. Die fährt also fast komplett auf Erdgas inzwischen.
was viel weniger Stickoxide und Luftverschmutzung bedeutet. Aber das alleine wird nicht helfen. Wir werden uns auch mit dem Autoverkehr auseinandersetzen müssen. Warum können denn die Schülerbusfahrkarten nicht auch in den Ferien gelten? Weil wenn man in den Ferien mal irgendwo hinfahren möchte mit dem Bus, muss man ja auch öfters bezahlen. Das hat natürlich finanzielle Gründe. Wir sind ja als Stadt Oldenburg verantwortlich für die Schülerbeförderung, damit ihr zu den Schulen kommt. Aber wir sind natürlich nicht für die Freizeitgestaltung verantwortlich. Da bitte ich wirklich um Verständnis. Das könnte die Stadt dann irgendwann auch nicht mehr bezahlen, weil da würden ja dann sehr viele Fahrten anfallen. Jetzt würden wir gerne noch mal über die Energie sprechen. Woher kommt der Strom in den Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden? Also wir müssen den Strom über Stromlieferverträge natürlich kaufen. Wir schreiben das aus. In vielen Fällen liefert ihn uns die EWE, also unser örtlicher Energieversorger. Und das Schöne ist bei der EWE, dass inzwischen 70% des Stroms im Netz der EWE aus erneuerbaren Energien kommt. Also da sind wir schon ziemlich gut, viel besser als in vielen anderen Bereichen Deutschlands. Was tut die Stadt beim Thema Heizen? Wir versuchen natürlich energiesparend wie möglich zu bauen. Wir versuchen auch die Gebäude, die wir im Bestand haben, auch sehr gut zu sanieren, sodass sie nicht viel Energie verbrauchen. Und wir haben sogar ein Programm, dass wir unsere Schulen dafür belohnen. Wenn sie möglichst wenig Energie verbrauchen, dann bekommen sie einen Teil der Ersparnis, um damit Sachen in ihren Schulen machen zu können. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Was ist Ihre Aufgabe als Bürgermeister? Also was machen Sie so? Als Oberbürgermeister habe ich zwei Aufgaben. Ich muss zum einen die Stadt nach außen repräsentieren. Also wenn wir zum Beispiel bedeutende Gäste bekommen, dann empfange ich die hier im Rathaus. Oder wenn wir unsere Städtepartnerschaften besuchen, dann bin ich eben der offizielle Vertreter der Stadt. Das ist die eine Aufgabe, das Repräsentieren. Und die andere Aufgabe ist, dass ich die Verwaltung, das sind 2.500 Beschäftigte hier, die verschiedenen Ämter der Stadtverwaltung leiten muss und da die Verantwortung trage. Das sind meine Aufgaben. Wo können wir Kinder allgemein darauf achten, zum Beispiel, dass wir viel Fahrrad fahren oder Bus fahren? Na, du hast es selber schon angesprochen. Natürlich kann man durch sein eigenes Verhalten auch dazu beitragen, dass das Klima geschont wird, zum Beispiel indem man das Fahrrad benutzt. Das machen aber ganz viele Oldenburgerinnen und Oldenburger schon und ihr macht das bestimmt auch. Das andere ist natürlich, wie verhaltet ihr euch zu Hause? Lasst ihr eure Heizung an, auch wenn ihr nicht im Raum seid? Duscht ihr zweimal am Tag? Das sind natürlich alles Dinge. Föhnt ihr euch stundenlang? Wie viel Strom verbraucht ihr? Wie viel Heizkosten verbraucht ihr? Das habt ihr natürlich selber als Verbraucher, ihr seid ja auch Verbraucher, auch als junge Menschen, habt ihr natürlich auch in der Hand. Und da könnt ihr natürlich auch viel dazu beitragen. Und ihr könnt natürlich mit anderen Menschen, mit Altersgenossen immer auch darüber ins Gespräch kommen, was man noch besser machen kann. Also ihr seid insofern auch Anwälte des Klimaschutzes, weil ihr könnt auch zum Beispiel euren Freundinnen und Freunden irgendwie sagen, mach das doch mal so und so und könnt so auch Einfluss nehmen. Ja, das war es eigentlich schon und vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Wie viel Strom verbraucht denn eine Vorstellung? Oh, das kann ich im Detail nicht sagen, aber sicher viel. Wir haben, jetzt kommen wir ein bisschen zu diesem Energiethema, ein Theater braucht Scheinwerfer. Und wir haben uns tatsächlich an der Stelle noch nicht viele Gedanken gemacht, aber die technische Entwicklung, auch weil man eben Energie sparen soll, geht natürlich weiter. Wir haben, es gibt ja die Glühbirne nicht mehr, weil die auch nicht wirtschaftlich ist. Da hat die Industrie eine Alternative entwickelt. Allerdings haben diese Lampen dann wieder einen anderen Nachteil, dass sie nämlich in der Entsorgung große Gifte in sich tragen. Es ist auch nicht das Goldene vom Ei. Aber es gibt im Lichtbereich eine neue Scheinwerfertechnik, das sind diese berühmten LEDs. Die kennt man ja aus den Taschenlampen, so, wo man irrsinnig hell und lange mit wenig Energie auskommt. Und die Lebensdauer von diesen LED-Lampen ist wesentlich höher. Und diese LED-Lampen können alle Farben. Früher war es so, dass man für jede Farbe eine Folie in den Scheinwerfer machen musste oder mehrere Scheinwerfer für verschiedene Farben. Und jetzt kann ein Apparat die Aufgabe von mehreren übernehmen. Da rüsten wir langsam mehr und mehr um, aber es geht nicht gänzlich alles mit diesen LED-Lampen, weil die Lichtqualität und die optischen Möglichkeiten, die dieses Licht hat, sind begrenzt. Und da muss noch mehr entwickelt werden. Es ist dennoch so, wenn wir ein Stück beleuchten, dann müssen wir es beleuchten und da sitzen wir nicht und sagen, lass uns mal diese Birnen da weg oder die Lampen da wegnehmen, weil die so viel Strom verbrauchen. Dieser Betrieb verbraucht Strom.
Und da kommen wir nicht drum rum. Wir können nur versuchen, mehr und mehr die moderneren Geräte einzusetzen. Aber das ist nicht die Priorität tatsächlich im Täglichen an der Stelle. Das muss man so sagen. Woher kommt der Strom für das Theater? Ja, wir haben leider keinen Ökostrom, denn wir sind als Behörde des Landes Niedersachsen in einem Stromverbund verpflichtet, angedockt zu sein, den wir vom Land vorgegeben haben. Das ist ein Spezialdeal natürlich, wo wir einen relativ guten Preis zahlen, aber wo wir eben in diesem Gefüge abhängig drinstecken. Wir sind nicht frei an der Stelle. Und es ist tatsächlich kein Ökostrom. Wie der sich genau zusammensetzt, weiß ich nicht. Ich hoffe mal sehr, dass gerade hier in Niedersachsen der Windenergieanteil bei der Stromgewinnung möglichst einen großen Anteil nimmt, weil das liegt ja irgendwie auf der Hand und es wäre politisch eigentlich sinnig und schlüssig, denn dass das Land sagt, passt auf, wir bauen nicht nur Windräder hin, sondern wir nutzen dann auch diesen Strom aus dem Offshore-Bereich, der ja auch in Niedersachsen bedingt durch die geografische Lage stark ausgebaut wird. Aber den genauen Stand weiß ich an der Stelle nicht. Wir hatten jetzt so ein Energieaudit, das heißt, wir wurden gecheckt als Betrieb, wo wir energetisch stehen. Und dann hat man uns einsortiert in einen Industriebetrieb. Das ist eine Klassifizierung. Das bedeutet, wir sind produzierend, wir produzieren Dinge und sind also in einer anderen Weise abhängig von Energie wie vielleicht ein Privathaushalt. Und das war so eine Einstufung und dann hat man auch geprüft, wo sind mögliche Einsparpotenziale. Und im energetischen Bereich der Wärme, also das ist ja am Ende auch Strom, also es ist übrigens, das wird hier mit Gas betrieben, die Heizung. Aber da sind natürlich riesige Flächen. Die Glasscheibe im Foyer ist zum Beispiel ein energetischer Vollhorror, was da rausgeblasen wird. Und da gibt es jetzt Überlegungen, wie man das effektiver machen kann. Allerdings ist das ein Fass ohne Boden. Da haben die Rückwand, die Oberfläche, es ist sehr kompliziert und es ist eine denkmalgeschützte Substanz. Also wir dürfen hier nicht alles machen. Zum Beispiel die Glühbirne, die ja verschwindet, ist in dem Kronleuchter im Zuschauerraum, sind lauter Glühbirnen. Ne? Und da dürfen wir gar nicht jetzt andere Birnen so ohne weiteres reinschrauben, aus denkmaltechnischen Gründen. Und wir müssen uns dauernd überlegen, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass wir da diese Birnen austauschen. Das ist noch nicht wirklich gelöst. Aber wir beschäftigen uns damit, auch die Lampen hier im Foyer und so, dass die alle irgendwie energetisch möglichst so wenig Strom verbrauchen, wie es irgendwie geht. Ist aber kompliziert, weil wir uns im Denkmalbereich bewegen. Und die Heiztechnik des Hauses ist da relativ gut. Wir bekommen die Energie unter den Sitzen, wird die reingepustet. Und die Abwärme wird oben wieder abgesaugt und wird quasi wieder genutzt. Das ist immerhin einigermaßen ein ganz relativ modernes Konzept an dieser Stelle. Das Theater gibt es ja schon ziemlich lange. Wissen Sie, wie zum Beispiel 1890 beleuchtet wurde? Naja, die hatten, es gab natürlich Kerzenlicht, nicht? Und aber Gas. Gaslampen, ist übrigens interessant, es gibt so viele Aberglauben am Theater und einer ist zum Beispiel, dass man nicht pfeifen darf auf der Bühne. Warum ist das so? Das kommt aus den Zeiten der Gasbeleuchtung. Wenn diese Gaslampen ausgegangen sind, dann hat es immer gepfiffen, das Gas ist ausgeströmt mit einem Pfeifgeräusch und dann war sofort Gefahr, weil Gas kann ja explodieren. Und damit man dann nicht getäuscht wird, war es untersagt zu pfeifen. Damit man genau wusste, Achtung, da pfeift was, die Lampe ist, die Flamme ist erloschen, da strömt jetzt Gas aus. Also man hatte Gas und Kerzen gab es auch. Und ja, das ging eine Zeit lang ja natürlich auch ganz gut. Gibt es eine Solaranlage und wenn nein, warum nicht? Es gibt keine Solaranlage. Warum nicht, eine gute Frage. Man muss sich das so vorstellen, wir sind als Landesbetrieb, können wir nicht völlig autark alles machen. Also ich kann jetzt nicht Budget nehmen, was ich für die Kunst verwenden muss, per
Vertrag und Auftrag und sagen, ich nehme jetzt mal die Summe X, weil ich möchte ein Solarpanel aufs Foyer bauen. Das rechnet sich nicht, weil wir können mit diesem Strom schon gar nicht hier diese Bühne betreiben. Das ist unmöglich von den Mengen. Das wäre mehr so ein symbolischer Vorgang, der eigentlich ganz schön ist. Wenn man sagen könnte, unsere Foyerbeleuchtung haben wir der Sonne zu verdanken. Aber das muss auf politischen Ebenen geklärt werden. Und im Moment haben wir die Brandschutzthematik, ja, die ja Leib und Leben des Publikums sichert, wo sehr viele Millionen investiert werden. Und ich glaube, das Energiethema kommt mehr oder minder dann auch noch auf uns zu, soweit das eben möglich ist. Aber die Kassen sind natürlich auch nicht gerade gefüllt und da muss man halt jetzt schauen, weiß ich nicht. Hallo, heute sind wir in der Sporthalle in Oldenburg, in Wechleu und sprechen mit Caro Müller. Schön, dass du heute da bist. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin 23 Jahre alt. Ich spiele Handball beim Bundesligisten hier in Oldenburg. Bin Nationalspielerin, studiere nebenbei und möchte euch Rede und Antwort stehen. Was machst du außer Handball studieren? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass du studierst. Was studierst du denn? Ich studiere derzeit Sportwissenschaft und hier in Oldenburg und bin aber derzeit in einem Urlaubssemester, weil wir derzeit so viele Spiele haben und wir im Dezember mit der Nationalmannschaft in der EM-Vorbereitung waren und jetzt Europa durchreisen und Europapokal spielen und deswegen ist der Fokus auf Handball. Wir fahren jeden Morgen mit dem Rad oder Bus zur Schule. Wie kommen Sie zum Training oder zur Uni? Das ist ganz unterschiedlich. Ich fahre viel Fahrrad hier in Oldenburg, also ich finde das eine gute Radfahrerstadt. Ab und zu auch mal mit dem Bus in die Stadt, aber wir haben Autos, deswegen ist das natürlich ein Verkehrsmittel, was ich oft benutze. Aber ich versuche schon oft mit dem Rad zu fahren, weil wenn das Wetter passt, ist es doch ganz angenehm. Wie wichtig ist der Klimawandel für dich? Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, wir sind eine Generation, wo da nicht so viel drauf geachtet wird. Und wo wir vielleicht etwas mehr darauf achten sollten. Aber ich finde es schon sehr wichtig. Man merkt ja, dass sich das Klima verändert. Ich weiß noch, als ich klein war, hatte ich weiße Weihnachten. Jetzt habe ich einen weißen Osterhasen so ungefähr. Und man sollte sich viel mehr darauf oder damit beschäftigen und darauf eingehen, was es eigentlich bedeutet, der Klimawandel, und was wir damit zu tun haben und was wir dafür tun können. Und ja, also ich finde es ein wichtiges Thema, was in unserer Gesellschaft leider untergeht, zumindest bei uns. Was bekommst du hier vom Klimawandel mit? Ich finde, Oldenburg ist schon eine sehr geförderte Stadt, was das angeht, bezüglich Radfahrer, Busse. Man sieht, dass viele Busse in Oldenburg fahren, viele Radfahrer durch die Uni. Wenn man da vorbeifährt, ist immer ein Fahrrad zu sehen. Und natürlich sind auch viele Autos unterwegs, aber wenn wir durch den Sport irgendwie in Stuttgart oder Hamburg oder Leipzig sind, dann finde ich, ist das dort noch mehr vermehrt. Und in Oldenburg ist der Fortschritt schon zu merken. Tust du etwas gegen den Klimawandel? Ich versuche, das Rad öfter zu nutzen, mich in der Natur zu bewegen, außerhalb von Autos. Und ja, halt andere Sachen, wie zum Beispiel auf Plastikmüll zu achten, wie man jetzt auch schon in vielen Supermärkten mitbekommt oder in Geschäften, dass halt Plastiktüten verboten werden. So achtet man halt auch zu Hause darauf und ja, halt ein wenig auf das Ökosystem achten, das versuche ich schon. Was für Möglichkeiten gäbe es für den Klimaschutz? Ich finde, wir sind auf einem angefangenen Weg mit den Plastiktüten im Supermarkt, dass die bezahlt werden müssen, aber auch, dass der Plastikmüll insgesamt weniger wird, dass Verpackungen verändert werden, ja, dass mehr Busse fahren oder vielleicht auch mehr E-Autos, was auch schon im Kommen ist, dass die Menschen das Fahrrad wieder für sich entdecken. Ich meine, jetzt gibt es mittlerweile schon E-Fahrräder für Ältere, was natürlich auch sehr interessant für diejenigen ist. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, der Normalbürger oder der Geschäftsmann findet es halt schwierig, sich nicht ins Auto zu setzen, sondern mit dem Fahrrad zu fahren. Und da müsste ein Umdenken stattfinden. Was ist dir besonders wichtig? In Bezug auf Klimawandel? Also ich finde halt, dass man
allein schon durch die Wetterverschiebung und durch die Zonenverschiebung, wie jetzt mit Schnee im März, April, schon sieht, dass da was passieren muss, weil ansonsten haben wir irgendwann Winter im Sommer und Sommer im Winter und dass man vielleicht an seine eigene Nase fassen sollte und öfter das Fahrrad nehmen sollte und weniger Plastikmüll verursachen oder einfach halt mal die eigenen Dosen mit zum Fleischer nehmen. Also es gibt ja schon Projekte in manchen Städten, wo man das machen kann und einfach auf Glas umsteigen. Ja, sowas. Könntest du und deine Mannschaft dir vorstellen, dass ihr mal ein Projekt macht für den Klimaschutz? Natürlich, gerne eigentlich. Also ich glaube, wir sind sehr engagiert und uns kennen ja viele hier in Oldenburg und Umgebung und viele jüngere Menschen achten auf uns und da wäre es schon interessant, vielleicht Obstbauern oder andere Menschen zu unterstützen oder als Vorbild gegen die Plastik zu gehen beispielsweise. Also wir sind ja viel mit dem Bus unterwegs und wenn wir uns Essen mitnehmen oder so, dass man da irgendwas startet, das wäre für uns sicherlich eine machbare Aufgabe, wo ich meine Mitspielerin noch überzeugen müsste, aber ich glaube, die würden das mitmachen. Hat ihr über sowas schon mal gesprochen? Einige von uns achten tatsächlich darauf, viele, die bewusst leben, durch den Sport natürlich auch auf Ernährung achten, aber dann auch auf sowas wie Plastik, dass sie dafür Glasflaschen mitnehmen oder Glasbehälter und dass halt die Plastik bei uns im Bus verringert wird. Und wir haben zum Beispiel auch unser Sponsor, der Vapiano, da haben wir oft, dass wir unsere Essensdosen halt in Glas machen, statt die Plastikdosen mitnehmen, damit wir halt unseren Teil dazu beitragen können. Ja, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Du hast ja gerade gesagt, dass du Sportwissenschaft studierst. Könnte man Sportwissenschaft auch irgendwie mit dem Klimawandel verbinden? Bestimmt schon. Das ist eine Frage, darüber habe ich noch nicht so viel nachgedacht. Aber es gibt einige Sportarten, die natürlich nicht klimafördernd sind. Zum Beispiel Formel 1 oder Motorsport, wo sehr viel Benzin ausgeschüttet wird und also wo ja der Klimaschutz nicht im Vordergrund steht und vielleicht könnte man dafür eine andere Lösung finden und ich finde halt schon, dass man in den, also ja auch in den Grundschulen, wenn man Lehrer wird oder auch am Gymnasium den Schülern und Schülerinnen auch lernen sollte, dass Fahrradfahren viel angenehmer ist als Auto oder Bus und dass man damit vielleicht den ersten Schritt in der pädagogischen Schiene macht und den Kindern vermittelt, wie wichtig das eigentlich ist, darauf zu achten, dass man sich auch sportlich sportlichen Aktivitäten widmet, wie Fahrradfahren. Und ist ja für die Kinder halt auch optimal. Glaubst du, dass es möglich wäre, dass du und deine Mannschaft so die Botschafterin für den Klimawandel wären und damit so anfangen würden, dass andere auch mitmachen? Ich glaube, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind gesehen in Oldenburg, viele kennen uns und wir kommen ja auch rum in Deutschland, mittlerweile auch in Europa und einige von uns spielen Nationalmannschaften in ihren Ländern. Und ich glaube, es wäre schon eine Möglichkeit da, dass wir Botschafter werden oder können. Und ich glaube auch viele Mädels haben Lust dazu, etwas zu verändern. Also wir sind jung, wir kommen ein junges Publikum, auch in der Halle könnte man das natürlich vermitteln. Und ich glaube, das Interesse besteht und sie haben Lust dazu. Ja gut, dann bedanken wir uns für das Gespräch und wünschen dir viel Glück. Was hat die Renovierung vor ungefähr 5 Jahren hier am Theater konkret gebracht? Das kann ich so genau nicht sagen. Also die Hauptrenovierung war ja tatsächlich Brandschutz. Was das energetisch gebracht hat, ist mir nicht wirklich bekannt. Wir haben ein bisschen was am Dachbereich gemacht. Aber die größten sozusagen energetischen Problemfelder sind das Foyer und der ganze Werkstatttrakt mit den großen Glasflächen. Da kriegt man einfach die Dämmung nicht auf den Stand der Dinge. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Was tut das Theater sonst noch für den Klimaschutz? Naja, wir versuchen zum Beispiel möglichst
im Bereich von Papier, also intern jetzt, möglichst wenig mit Papier, sondern viel über die Vernetzung der verschiedenen Büros, über das Netzwerk zu regeln. Aber wir haben auch Papiersorten, die wir benutzen, bei unseren Printmitteln, die möglichst irgendwie einigermaßen sozusagen sauberen Herkunft haben. Ansonsten ist da nicht viel Möglichkeit da. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie Stoffe bestellen, die irgendwie aus irgendwelchen Betrieben kommen, wo ich weiß, die sind irgendwie ganz, das könnte ich überhaupt nicht die Zeit haben, die zu finden, die Anbieter. Ich brauche bestimmte Stoffe, da geht es plötzlich um Ästhetik und um künstlerische Fragen, wo man sich diesem Thema nicht unterordnen wird, weil das wird so nicht funktionieren. Da geht es einfach um das Produkt, um die künstlerischen Ergebnis, und das ist unterliegt jetzt nicht irgendwelchen ökologischen Vorgängen zunächst mal. Also das, so weit sind wir da nicht. Also das wird sich ja irgendwann noch mit einem größeren Bewusstsein und einem größeren Angebot an der Stelle möglich sein, aber das ist schwer zu kombinieren zunächst mal. Also da muss der Markt sich entwickeln. Aber ich kann nicht sagen, ich produziere auf einer Bühne 800 oder in einem Theater 800 Veranstaltungen mit Zuschauerräumen, wo geheizt werden muss, mit Beleuchtungen, wo Stoffe hingehängt werden müssen. Da würde ich überhaupt nicht weit kommen. Das ist, wenn Sie mit einem ICE fahren, dann brauchen Sie Energie. Da können Sie weniger verbrauchen und mehr, aber Sie brauchen Energie, sonst fahren Sie nicht mit diesem Zug. Und so ist das hier im Prinzip auch. Es wäre absurd zu meinen, man könnte jetzt hier alles mit Kerzenlicht machen oder alles mit Jutestoffen. Das könnte man alles machen, aber dann kommt gar keiner mehr. Ja? Also das ist nicht, dafür bin ich auch nicht hier engagiert. Das muss erstmal politisch gelöst werden. Haben Sie Ziele, den Klimaschutz zu fördern? Über das Theater, meinen Sie jetzt? Ja. Naja, also wir drehen uns jetzt so ein bisschen im Kreis. Ich kann da das tun, was in meinem Rahmen möglich ist. Das meiste, was ich tun kann, ist eigentlich Bewusstsein schaffen durch Veranstaltungen. Das ist eigentlich mein größtes Kapital, was ich habe, dass zum Beispiel die Werkstatt Zukunft hier gastiert hat bei uns und Veranstaltungen gemacht hat und sogar im kleinen Haus sein konnte. Also die Bühne zu benutzen als Sprachrohr für Bewusstmachung von relevanten Themen. Das ist eigentlich das, was ich kann. Und dafür muss ich aber auch das Licht anschalten und wieder Strom verbrauchen. Ja? Aber das ist sozusagen meine Währung. Ja? Also inhaltlich Dinge nach vorne zu bringen und zu thematisieren. Nicht nur Energiethemen, sondern auch politische Themen, emotionale Themen, Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte. Daraus besteht die Weltliteratur. Ja? Das hat sich eigentlich überhaupt nie verändert. Wir haben immer die gleichen zwischenmenschlichen Konflikte. Das ist eigentlich das, wo ich mich bemühen kann, wo wir uns auch mit, also zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit neuen Erarbeitungswegen zu einem Kunstprodukt, Bandenfestival Stichwort, ja, wo wir gemeinsam mit Studenten der Universität in Hildesheim ein Stück, was es gar nicht gibt, entstehen lassen aus den Teilnehmern heraus mit einer Themensetzung, und daraus entsteht ein Theaterstück, was über ein ganzes Jahr sich langsam aber sicher entwickelt. Eine völlig andere Produktionsweise und völlig andere Weg zum künstlerischen Ergebnis, das probieren wir aus, also im partizipativen Bereich angesiedelt. Das können wir uns auch leisten. Ja, da geht es überhaupt nicht um Quote und viel Zuspruch, aber das ist eine Art Labor, was wir hier einrichten und gucken, was dabei rauskommt. Also an der Stelle können wir was nach vorne bringen. Aber sicher nicht dadurch, dass wir sagen, wir halbieren die Scheinwerfer auf der Bühne, weil wir uns dann besser fühlen und weniger Strom verbrauchen. Ganz ehrlich, da ist mir dann die Kunst doch wichtiger als schlechte Bühnen, also schlechte,
Ja, also es ist wie jetzt, wenn ein Maler sagt, die Farben sind alle irgendwie mit Chemie und es gäbe jetzt keine Alternativen, dann wird er trotzdem weitermalen und nicht sagen, ich höre auf zu malen, weil die Farben sind so giftig, sondern der muss Kunst machen und nimmt die Farben, die er findet. Und vielleicht sieht einer das Bild und sagt, ich finde eigentlich, wir müssten mal was tun an der Produktion von Rot oder was. Ja? Also das, jeder kann nur den Beitrag aus seiner Brille heraus leisten. Ne? Hier am Theater wird fairer Tee und Limonade angeboten. Was ist mit den anderen Lebensmitteln? Die anderen Lebensmittel sind nicht jetzt vom Ökobauern, auch das nicht. Das ist, ich weiß gar nicht genau, wie die genau, woher das alles kommt, aber am Ende sind wir immerhin so weit, dass wir ein vegetarisches Gericht anbieten für die Menschen, die kein Fleisch essen. Das war lange gar nicht selbstverständlich. Das ist mittlerweile aber auch ein gewisser Standard. Und wir haben die Frage hat uns noch tatsächlich nicht wirklich umgetrieben, ob es nicht interessant wäre. Ich selber bestelle immer die grüne Kiste, weil ich an die Lokalversorgung glaube. Die Frage zu werden ist eine gute Frage, ob man darüber mal diskutiert, die Lebensmittel aus lokal angesiedelten Höfen und so weiter vielleicht bezieht und eben dann auch vom Gesundheitslevel des Produktes höherwertig ist. Am Ende des Tages wird alles gerechnet an der Stelle und das kann ich jetzt nicht genau beantworten. Wichtig ist, dass hier die Menschen, die in die Kantine gehen, aus den ganzen Werkstätten auch einen subventionierten Preis vorfinden und sich ein Essen in einer Kantine für den Betrieb leisten können. Und da kann ich, da gibt es auch Grenzen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir mittlerweile so weit sind, dass das gar nicht mehr teurer sein muss. Das ist eine schöne Anregung und eben auch für mich eher erstmal nicht im Fokus meiner Arbeit, aber das müsste man wirklich mal ansprechen. Weil ich glaube, dass es in der Uni bereits das Essen ökologisch geliefert wird, sage ich mal so. Und das ist ja noch viel größerer Betrieb. Insofern müsste das eigentlich auch möglich sein hier, aber ich bin da jetzt im Detail nicht so drin. Nehmen das aber mal als Anregung gerne mit. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Mich hat das auf jeden Fall sehr interessiert. Das freut mich. Danke. Vier Gespräche, vier Welten, ein Thema. Was können wir vor Ort in unserer Stadt tun, um dem Klimawandel zu begegnen und mit den Folgen zu leben? Natürlich hat eine junge Spitzensportlerin einen anderen Blick darauf als der Intendant des Theaters oder der Oberbürgermeister. Und die Schülerinnen und Schüler der IGS Krallenbrück tun einfach etwas gegen den Klimawandel, indem sie in ihrem Stadtteil ein Repair-Café anbieten. Weniger Konsum, weniger Umweltverbrauch und dafür mehr Spaß am Leben. Und das alles umsonst. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, selber was tun. Sadrachani, Gulisemi Sakhon.